So, hallo erstmal und herzlich willkommen bei unserem neuesten Tutorial. Und natürlich auch dem ersten Tutorial mit neuem Mikro, soweit ich mich erinnern kann. Ich hoffe, euch hat meine kleine Show, sage ich es jetzt mal, meine kleine eindrucksvolle Präsentation mal so einen kleinen Vorgeschmack gegeben auf das, was wir heute machen werden. Es ist das mit Abstand heißersehnteste Video gewesen, was ich jemals angefangen habe hier auf diesem Kanal, was Tutorials angeht. Es wurde von jedem, von absolut jedem angefragt und hier ist es endlich. Wir machen heute was mit Panels. Panels, habe ich gesagt, sind ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ich habe das im Voraus gesagt und ich muss sagen, sie sind im Prinzip ziemlich simpel. Aber wir brauchen ein bisschen Theorie, bevor wir das verstehen können. Erstmal zeige ich euch kurz meine Map, die ich gerade entwickelt hatte, heute über den Tag. So, das müsste euch bekannt sein aus dem Video von eben. Hier sieht man allerhand Spielereien. Also hat man hier zum Beispiel unsere Panels, die alle dann sich schön bewegen. Hier zusammen mit den Platten. Das hier ist Panel Nummer 1, mit dem werden wir uns später beschäftigen. Das habe ich extra als Animation herausgefahren. In-game ist natürlich nicht herausgefahren. Hier ist der FOC-Controller. Hier ist ein Trigger, der dafür sorgt, dass die Teile da oben keine Scheiße bauen, wenn sie runterfallen. Hier, damit sie auch den gleichen Leuchteffekt haben, habe ich extra nochmal oben eine Lampe. Aber dafür, dass die Lampe nicht die Decke beleuchtet, habe ich extra noch einen Block Light gesetzt. Dann natürlich den Player, den habe ich gesichert, damit er nicht wegrennen kann und eventuell erschlagen wird von irgendwelchen Teilen, die von der Decke runterfallen. Ja, die Welt ist gigantisch. Also wenn ich das hier mal zurück scrollen darf, es sind 2048 x 2048 x 2048 an Raum. Der Boden hier unten, das ist schwarz, das ist Tools Black, soweit ich weiß. Und so sieht der Kasten von außen aus. Ich hätte es auch mit einer Skybox lösen können, fällt mir gerade auf, aber das ist jetzt egal. Hier haben wir noch so ein paar blaue Lichter, damit es ein bisschen so Portal 2-isch aussieht und hier oben so diesen Kasten, den man auch gesehen hat. Ja, mit denen hier oben, die habe ich eigentlich nur eingebaut, weil ich irgendwie Bock hatte, mal Teile runterfliegen zu lassen und beschäftigen tun wir uns heute mit den Panels. Ein Panel besteht im Prinzip nur aus zwei Sachen. Und zwar aus dem Modell, das ist in diesem Fall hier, dieses Teil, und dem Block, wenn er denn benötigt wird. Also man kann natürlich auch das Panel so lassen, allerdings sollte man dann trotzdem vorne dran entweder auch so einen Block machen mit einer No-Draw-Textur oder alternativ eine Alternativkollision aktivieren, aber... Da die meisten von euch, denke ich jetzt mal, eher sowas hier bevorzugen, empfehle ich euch, macht einen Block, der die Größe hat. Im Tutorial im Internet steht 256. Ich finde, dass 256 ein bisschen überzogen ist. Passend zur Panelgröße sind 64x64 angebracht. Als Höhe habe ich 8 gemacht, habe die ungefähr so dick gemacht. Hier drüben sieht man es bestimmt, ist ein bisschen dicker als die Originalteile, sodass es auch nicht, sodass man sie nicht sehen kann, also sowohl oben als auch unten nicht. Und jetzt kommt eigentlich das Lustigste, und zwar, damit die synchron sich bewegen, muss man vorher noch was einstellen. Dazu brauchen wir jetzt ein bisschen Theorie. Ich öffne jetzt mal den Model Viewer. Das kann kurz dauern. Aber ich hoffe nicht zu lang, weil der Model Viewer dürfte eigentlich nicht so lang laden. Also mein Rechner arbeitet angeblich. Aber gut, nochmal. Jetzt öffnen wir wahrscheinlich 10 von diesen Model-Viewern. Hätte ich vielleicht als intelligenter Mensch vorher mal öffnen sollen. Ja, genau. Half-Life Model-Viewer. Version 1.2.2. Er ist noch am Laden. Und ich glaube, jetzt öffnet er gleich noch einen. Ja, war klar. Den einen kann ich ja mal schließen. So, machen wir mal kurz Vollbild. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Wobei, wir brauchen eigentlich kein Vollbild. Ich ziehe das hier mal in die Mitte. Wenn man das nicht sehen kann, dann werde ich das nochmal nachbearbeiten. Aber das werden wir dann herausfinden. Also Load Model. R4 Destruction. Da sind die Sachen drin. Und hier haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Alles, wirklich alles, was wir brauchen. Aber was wir suchen ist...
Oh, nee, stimmt nicht. Das ist nicht alles, was wir brauchen. Das hier sind die kleinen Modelle für den Hintergrund. Das suchen wir nicht. Was wir suchen ist, müsste ich selbst kurz nachsuchen, heraussuchen. Es ist, klar, ich weiß nicht, ob es unter Props Destruction ist. Ich glaube nämlich nicht. Wahrscheinlich Props-Living Wall, aber das ist es nicht. Oder das hier vielleicht? Ja, das schaut ziemlich gut aus. Kannst du Sequences? Oh ja, du kannst alle Sequences. Du bist das Richtige. Das hier ist das klassische Modell ohne besondere Beleuchtung. Das heißt, es ist nur die Standardbeleuchtung vom Render-Mode aus, also von uns. Was es im Editor in der Map für Animationen vollführt, ist einmal hier unten, glaube ich, zu finden. Ich hoffe, man findet es da unten. Das ist eine Menge. Das ist eine große Menge, was das Ding kann. Genau hier. Also zuerst macht es 32 out. Das hier. Genau. Dann macht es wieder ein 32 in. Und dann macht es, ich glaube, irgendwas mit da oben mit 90 war das. 90 Grad drehen. Nein, Arms destroyed. Nein, das ist nicht. Nein, Arms 94 Grad. Corner. Ich glaube, back ist es, genau. Das ist jetzt die Idle-Version davon. Die Animation davon ist diese hier. Diese hier. Warum zeige ich euch das? Ganz einfach. Damit ihr verstehen könnt, wie das funktioniert, stelle ich das Ding erstmal wieder auf Bind Pose. So. Das ist übrigens die Version, in der das Objekt zum ersten Mal animiert worden ist. Nun, wir haben hier ein Modell, das aus einem Teil besteht. Es hat mehrere Skins, und zwar insgesamt, eigentlich hat es drei Stück. Hier, die da, das da, das da und das da sind die Detail-Skins. Ja, und was jetzt das Besondere daran? Ich lasse jetzt mal kurz die Bones anzeigen. Da sind alle Bones. Und wir brauchen ein ganz spezielles Bone. Ein ganz spezielles. Und dieses Bone müsste sein. Ich glaube, das hier ist es. Das müsste hier oben sein, irgendwo. Ja, das ist dieses Bone, genau. Dieses Bone. Was ist an diesem Bone so besonders? Ganz einfach. Hier sind die Attachments, genau. Panel Attach. Okay, das stimmt nicht, was ich gerade euch erzählt habe. Es ist attached zu diesem Panel. Also zu diesem Bone hier unten. 13. Hitbox 12. Genau. Das hier ist das letzte Bone. Das müsste Highlight Bone, genau. Es ist nichts anderes als da oben einfach nur ein Punkt mit einer großen Hitbox. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Wir nutzen dieses Attachment hier. Ich zeige euch gleich warum. Dieses Attachment sorgt dafür, dass jegliches Objekt, was damit verbunden wird, also was damit aufgerufen wird, in Verbindung mit diesem hier als parentiertes Objekt, also man parentiert das eine zu diesem hier, automatisch sich immer anhand dieses Bones ausrichtet. Das heißt, wenn sich das Bone bewegt, bewegt sich das Objekt mit. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht dann nämlich so aus, dass ich jetzt hier, das muss man vorher extern sagen, also ich habe jetzt hier das Ding hier, dieses Modell, heißt Panel 1. Es hat das Modell ARM6464 Interior im DL. Man muss Hold Animation auf Yes stellen. Warum muss man das machen? Weil er sonst deine Animation dauerhaft ausführt und Hold Animation ist, dass er danach automatisch in den Idle Mode geht oder eben den letzten Frame offen lässt. Und keine Kollision, weil die Kollision natürlich nur Rechnerleistung in Anspruch nimmt und dafür, da haben wir ja extra diesen anderen Block. Und den klicken wir jetzt auch mal an. Vielleicht im Objektmodus. So.
Das ist ein Funk Brush, ein ganz normaler Funk Brush mit einer beliebigen Textur. Ich empfehle oben drauf diese Textur und am Rahmen diese Textur hier. Das entsteht, wenn man Metal eingibt. Dann kommt diese Wandtextur hier, sag ich jetzt mal. Die ist eigentlich 8 breit, die passt genau da drauf. Wenn nicht, einfach auf Fit klicken und die passt sich ja automatisch an. So. Nun, dieses Ding habe ich Panel 1-Brush genannt. Ich habe manuell jeden Panel hier benannt. Hier ist 24 zum Beispiel. Und hier wieder zu Panel 1. Haben wir jetzt hier das Parent Panel 1, damit er parentiert ist. Und wir haben ansonsten hier nichts weiter eingestellt, aber was wir hier haben, hier nebendran, das sind die Animations in den Relays. Die ganzen Animationen, die sind gestackt. Das hier ist das Logic Auto, das braucht man. Entweder für jedes Panel 1 oder 1 für alle, das, oder eben wie man halt Bock hat. Auf jeden Fall braucht man das. Es ist wichtig, dass man das am Anfang macht. OnMapSpawn, damit er während die Map spawnt, soll man Panel 1 Brush in diesem Fall, also den Brush, Set Parent Attachment Maintain Offset. Das heißt, Set Parent Attachment heißt, dass er ein Attachment, das bereits in dem vorherigen Modell gegeben ist, anwendet auf den eigenen Brush. Das heißt, er dreht sich mit, er vollführt dieselben Animationen praktisch wie dieses Bone, was mit diesem Attachment verbunden ist. Und Maintain Offset heißt, dass es unabhängig davon ist, was da im Weg ist. Das heißt, er bleibt immer parallel dazu. Immer. Egal was ist. Auch wenn es sich dreht, rotiert, keine Ahnung was, kann das Ding ja alles. Immer gleich. Und der Parameter heißt Panel Attach, das haben wir ja eben gerade gesehen. Delay 0, damit das sofort macht und Only Once. Stand im Tutorial jetzt Yes mit einem Fragezeichen, deswegen ist es wahrscheinlich egal. Wenn man das ordentlich gemacht hat, ist das Ding beim Starten der Map parentiert dazu und kann dann aufgerufen werden. Das heißt, man nimmt dann hier einfach, ich habe das jetzt mal hier, das Panel Start, das wird als letztes aufgerufen von dem Auto. Und das ruft dann jedes einzelne Mal auf. Und immer mit 20, mit einer Fünftelsekunde Verzögerung, also 0,2, ist es so, dass er erst die 32 Out straight macht, die wir ja gesehen haben. Dann nach einer Sekunde den nächsten Aufruf, der sagt dann in straight, der ruft dann wieder nach einer Sekunde den nächsten auf, damit es so eine flüssige Animation wird. Und der macht dann die 90 Degree Out Cornerback. Und sagt am Ende, dass die Ceiling Debris, die wir da oben haben, das sind ganz normale Funk-Fist-Boxes, so, Funk-Fist-Box, dass die einfach waken. Ich habe sie hier bei den Flags auf Start Asleep und Motion Disabled gemacht, damit sie nicht von selbst runterfallen, sondern darauf angesprochen werden müssen. Habe dann einfach hier gesagt, Ceiling Debris Enable Motion und Wake und dann nach 5 Sekunden macht er das dann. Das ist eigentlich schon alles, was man zu den Panels groß sagen kann. Natürlich sollte man vorsichtig sein, nicht zu viele Panels verwenden, weil, es ist sehr aufwendig für die Source Engine, so viele Prop Dynamics zu rendern und es ist der Source Engine auch viel lieber Prop Statics zu verwenden. Das heißt, versucht so wenig Prop Dynamics wie möglich zu verwenden, wenn es geht. So viele Prop Statics wie es geht, weil die fressen kaum Arbeitsspeicher. Und für die Dynamics muss er ja alle Animationen einladen, was ziemlich aufwendig sein kann. Noch was kurz, wenn ihr ein kaputtes machen wollt, könnt ihr natürlich auch einfach den hier machen und sagt dann hier einfach bei Skin, gibt es den Skin 1, der Skin 1 sagt, kein Lichter und Skin 2 sagt, kaputt. Das nur so nebenbei. Das war's eigentlich auch schon für dieses Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde es mir jetzt nicht nochmal in-game angucken, weil ich habe nichts geändert. Ich habe es euch alles erklärt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, bewertet das Video und ansonsten bin ich fast immer für euch verfügbar. Ich bin jetzt die nächsten 3 Wochen in den Vereinigten Staaten von Amerika, also in USA. Ich werde dann keine Videos hochladen, weil ich nicht Gronkh heiße und nicht über einen fertigen Server hochladen kann. Ich kann logischerweise auch keine Tutorials machen. Wenn ich Internet finde, versuche ich mich, wenn möglich, trotzdem bei euch zu melden. Ich versuche in Twitter online zu sein. Wird wahrscheinlich keine Videos von da geben, aber ich bin nicht aus der Welt. Dann danke ich schon mal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Im Idealfall beim nächsten Tutorial oder beim nächsten Let's Play. Vielleicht auch bei irgendwas anderem, was weiß ich, was ich noch hochladen werde. Also dann viel Spaß noch und man hört sich, also man sieht sich nicht, man hört sich.